Unsere Vorfahren, liebe Zuschauer, vor vielen, vielen, vielen Jahren, das waren, genau, Jäger und Sammler. Und viele haben dieses Sammeln immer noch in den Genen. Egal, ob es jetzt da um Pilze geht, um Autos oder um Briefmarken, Kakteen oder sonst irgendwas. Nikolai Schulz aus München allerdings, der sammelt auch. Allerdings etwas sehr, sehr Besonderes. Nikolai Schulz ist Erinnerungssammler. Ich bin gerne unterwegs, speziell auch in München. Und es ist natürlich jedes Mal spannend, wenn ich die Zeitzeugen besuche, da das unbekannte Menschen sind und ich also auch nicht weiß, was erwartet mich jetzt. Sind sie verschlossen? Sind sie aufgeschlossen? Wie lange brauche ich, bis das Eis bricht? Was werden sie mir erzählen? Und das ist also jedes Mal eine Herausforderung. Ich bin meistens etwas nervös, wenn ich hinfahre, wie sich das entwickelt. Bevor er aber loslegt, bereitet Nico sich immer auch geistig vor. Konzentration, Meditation, Achtsamkeit. Ich sammle Erinnerungen von Menschen über 60 Jahren. Weisheiten, idealerweise Weisheiten wäre toll. Persönliche Erinnerungen und vergangene Traditionen, Dinge, die verloren gehen könnten, wenn wir sie nicht aufzeichnen. Früher war dem ehemaligen Vertriebsprofi und erfolgreichen IT-Spezialisten die Vergangenheit nicht wirklich wichtig. Dann aber kam ein einschneidendes Erlebnis, gefolgt von einem Jahr in Indien und einer Ausbildung zum Yogalehrer. Sinneswandel begann mit 45, Midlife-Crisis, der erlebte Tod der Eltern. Also ich war anwesend, als die Mutter starb, über 3 Tage hinweg. Und wo man sich dann einfach auch mit der Endlichkeit des Seins beschäftigt. Und dann eben auch merkt, dass einiges verloren geht, wenn jetzt also zum Beispiel die eigenen Eltern auch sterben. Dass doch vieles von ihnen, das Gesagte, was sie einem erzählt haben als Kind, das geht verloren. Und deswegen zeichnen die auf Video auf. Das können gesellschaftlich oder politisch wichtige Ereignisse sein, aber auch ganz private Erlebnisse. Der erste Kuss, das erste Auto, die erste große Liebe. Vom Universitätsprofessor bis zur Oma von nebenan sind die Menschen ebenso unterschiedlich wie die Themen, von denen sie berichten. Und dann haben die mit mir getanzt. Einer schön, noch mit der anderen. Die Videoclips werden in die Datenbank der Erinnerung eingegeben, um sie im weltweiten Netz jedermann zu jeder Zeit zugänglich zu machen. Memoro heißt das internationale Projekt, das es mittlerweile in 14 Ländern gibt. Die grauen Stellen, dort fehlen uns praktisch noch Zeitzeugenerinnerungen. Und da kann man doch ganz schön sehen, dass noch einiges aufzuzeichnen ist. Die Geschichtenerzähler können auch ihrerseits Videos erstellen und sie hochladen in die Datenbank. Genau. Bei uns kann jeder eigene Clips hochladen. Unter einer inhaltlichen Prüfung schalten wir sie frei, dass wir einfach eine Kontrollinstanz haben, die momentan ich bin. Nico hofft darauf, deutschlandweit noch mehr Zeitzeugen, Erinnerungssammler und auch Sponsoren für das gemeinnützige Projekt zu finden. Heute ist er unterwegs zu Gisela und Klaus Wallner. Noch kennt er die waschechten Münchner nur übers Telefon und ist schon neugierig auf ihre Geschichten. Grüß Sie, Herr Schulz. Hallo. Herr Schulz. Hallo. Wir haben ja miteinander telefoniert. Genau. Grüß Gott. Komm ich mal rein, bitte. Bitte schön. Und nachdem die Themen grob besprochen sind, das Eis gebrochen und die Technik soweit startklar ist, geht es auch schon los mit den Erinnerungen. Jetzt geht's los. Also damals, wie mein Vater aus dem Krieg kam, an dem Tag, habe ich so Schiss gehabt. Ich habe mich unterm Tisch verkrochen und habe echt Angst gehabt. Ich kannte den Mann ja nicht. Und dann mit der Uniform und unheimlich. Ich glaube, ich bin da einen halben Tag nicht raus aus dem Tisch von da unten. Ich war vielleicht gerade so 10 Jahre. Das waren für mich die schönsten Erlebnisse. Da war die Quiz-Sendung von Hans Horch im Kuhlenkampf, war ja so populär. Einer wird gewinnen. Und wir hatten ja noch keinen Fernseher. Und wir haben auch keinen Fernseher gehabt.
Und jetzt mal, wenn also diese Sendung kam, dann war bei uns Badetag angesagt. Dann haben wir uns geschniegelt und biegelt und hergerichtet und sie angezogen. Und dann sind wir zu Fuß in die Wirtschaft. Wir sind alle in dem vierten Stock rauf. Aber wir haben uns nicht duscht und gewaschen. Man hat es ja gar nicht gegeben, hat ja keine Dusche in dem Sinn gegeben. Sondern wir haben alte Badewanne gehabt. Als Kind hat mich halt meine Mutter immer zum Einkaufen geschickt, unter anderem auch zum Brot holen. Und ganz selten hat halt der Vater mal einen richtigen Durst gehabt, im Sommer oder im Winter oder zum Festlichkeiten. Ja, sonst hat es ja gar nicht gegeben. Ein Bier halt daheim. Grüß Gott, Frau Reindl. Ich hätte gerne ein dunkel gebackenes Brot mit einem roten Wapperl und innen ein heller Teig. Aber nicht in einem Tragerl oder in Flaschen. Nein, ich habe ein Bier gekriegt, mit dem wir müssen, ein Maskrug. Und da eben das Bier holen. Sie hat ja verschiedene Brote mit dem blauen Wappel. Also ich war ja noch nicht alt. Das Bier, die Maßbier, die war schwer. Ja, und das war immer dasselbe. Viel Schaum, Schaum, oder? So viel Schaum. Und das habe ich noch in guter Erinnerung. Ja. Du Hundsgrippe, du, hat er gesagt. Längst vergessen geglaubte Geschichten tauchen auf und werden lebendig. Meistens macht es einen Heidenspaß und ich komme ganz zufrieden zurück. Mit einem großen Rucksack frisch gesammelter Erinnerungen. Ja, schön. Erinnerungssammler. Großartige Geschichte.